Ich bin Edgar Sommer, 75 Jahre alt und mein heutiger Beruf ist Autor und Verleger. Ich habe Fotografie studiert bei dem berühmten Dr. Otto Steinert und war inmitten von ganz tollen Fotografen. Ich hatte die ganze Zeit in meinem Büro die Sahara-Karte von Michelin und habe die Sahara angestarrt. Da wollte ich hin. Ich hatte eine Anzeige aufgegeben, Mitfahrgelegenheit in die Sahara, Bindestrich, günstig. Und ruckzuck war die erste Tour voll. Ich hatte ja bis zu 10 Autos laufen nachher. Wenn man in der Sahara ist, dann kommt man mit den Touareg in Berührung. Die halten an, sagen, wo kommst du her, wer bist du, wo gehst du hin, was hast du zu verkaufen? 1995 habe ich den Verlag gegründet, um meine Kenntnisse über die Touareg dann auch festzuhalten. Es gab natürlich Touareg-Literatur, aber durch meine Fotografie war ich außer Konkurrenz. Einen kleinen Verlag zu betreiben, ist ein veritables Abenteuer. Jeden Abend gehe ich an mein E-Mail und gucke, ob Bestellungen gekommen sind. Und an einem Morgen schreibe ich dann die Rechnungen, packe die Bücher und bringe sie weg. Als Kleinverleger muss man richtig kämpfen. Und das Kämpfen habe ich ja in der Sahara gelernt. Trotzdem braucht man das Geld. Denn ein Bildband zu machen, kostet geschätzt immer 30.000 Euro. Und die verdiene ich, indem ich Oldtimer restauriere. Ja, jetzt mache ich einen 50-jährigen Land Rover, kommt aus Spanien. Ja, und der steht wo zwischen 40.000 US-Dollar und 32.000 Euro. Für den Wagen werde ich sicherlich gutes Geld bekommen. Und dann muss man auch was tun, dass man gesund bleibt. Denn wenn man nicht gesund ist und keine Form hat, dann haut man auch nicht ran. Denn Unternehmungslust muss auch die Lust haben, das, was einem durch den Kopf geht, zu realisieren. Claude Lévi-Strauss, der große französische Ethnograph, der hat gesagt, das Wichtigste ist, als junger Mensch auf Reisen zu gehen und anschließend den Leuten, die zu Hause auf dem Sofa sitzen, davon zu erzählen.